Hallo Welt. Ja, da sind wir wieder hier mit unserem Klötzchenblick. Ja, doch, das sieht grauenvoll aus. Ich hatte in der letzten Folge ja schon Probleme mit der Grafikeinstellung, nachdem Nvidia einen neuen Grafikkartentreiber rausgebracht hat. Und ich weiß nicht warum, aber das sieht miserabel aus. Ich weiß ja nicht, wie es auf der Aufnahme dann aussieht. So, was haben wir denn geschafft? Die Vorratskammer haben wir geschafft. Die Insel. Oh, die war nicht. Das war nicht so einfach. Ich glaube, das hier war noch einfach. Das Wasserloch. No, das war auch nicht so einfach. Heiliges Holz? Das weiß ich jetzt nicht. Der leere Garten vielleicht. Es war irgendwas, da konnten wir von einem Felsen aus alles schön wegsnipern. Egal, was kann er denn? Unser Kumpel, Pastor Jerome. Jetzt hat er gesegnete Kugeln dazu bekommen. Jerome benutzt jetzt also Brandmunition. Jerome, ich denke, du bist erlöst. Was kann er eigentlich? Judge? Das haben wir uns doch vor kurzem angeguckt, meine ich, oder? Wenn man so still ist, geht man lieber zu Fuß, als ein Fahrzeug zu benutzen. Und nach 15 Tötungen hat er die Tierfreundin, oder sie, Judge. Wenn Judge dabei ist, werden Tiere dich nur angreifen, wenn du sie zuerst angegriffen hast. Und dann hat er noch bei 40 Tötungen das harte Gericht. Judge verschießt 3 Pfeile gleichzeitig auf ein Ziel. Ja gut, ich freue mich schon sehr drauf. Der scheint ja auch sehr ruhig zu sein. Oder sie? Sie? Aber wir nehmen mal sie mit hier, oder? Sie kann es doch kaum erwarten. Gina. Juera. Gina Juera. Da müssen wir uns aber eine andere Waffe nehmen. Ich hoffe, wir können hier eine andere Waffe nehmen. Also jetzt kommt sie schon mal mit einem fetten Auto daher. Ab 15 Tötungen, wer zählt schon mit? Gina hat unendlich viel Munition. Ja, das passt zu ihr. Und nach 40 Tötungen überladen. Gina benutzt explosive Munition. Hoffentlich kriegen wir die auch mal. So, die nehmen wir jetzt. Und was ist mit unseren tierischen Begleitern? Du weißt, wo du mich findest. Die sollten wir dann auch... Ich bin da, wenn ich da bin. Okay, die sollten wir dann irgendwann auch mal nehmen. Während sie ankommt, gucken wir mal nach anderen Waffen. Denn es hat ja keinen Sinn, wenn sie rumballert und wir haben hier unser Sniper-Ding. Da brauchen wir jetzt kein Sniper-Gewehr mehr, finde ich. Okay, wir können schon Stufe 3 Waffen nehmen. Ach, das ist doch auch leise hier. Ein Sturmgewehr, leise. Handhabung geht, Präzision. Oh ja, dafür eigentlich ganz gut. Die Reichweite ist nicht so gut. Magazin sind 15 Schuss, okay. Hier sind 40 drin. Steht auch der Schaden? Ach, 100. Da, 250. Unser kann 400 Schaden. Ja, das ist schon ganz gut. Was ist hiermit? Das sind doch schöne Dinger. Handhabung ist miserabel bei dem hier. 160 Schuss. Schaden ist ja jetzt nicht so berauschend, ha? Flammenwerfer? Nein. Ja, hier unten brauchen wir gar nicht zu gucken, da haben wir sowieso noch nichts freigeschaltet. Och Gottchen, ja, dann wollen wir hier von eins bauen überhaupt? Wir hatten doch mal hier keine Platinen und so, jetzt haben wir. Ja, dann sollten wir aber das Richtige bauen jetzt, nicht irgendeinen Quatsch. Ja, hier von den Zweiern brauchen wir doch mit Sicherheit nichts. Nein, das möchte ich nicht. Was schade, dass man die Gewehre nicht irgendwie... aufwerten kann. So ein bisschen dran schrauben oder so. Das wäre ganz nett. Schrotflinte? Nein. Das hier, glaube ich, werden wir nehmen. Können wir ja machen. Oder das hier. Ich möchte es ja ganz gerne mal ausprobieren. Aber die Handhabung ist hiervon schon wieder so miserabel. Ich schätze, das wird eine halbe Stunde dauern, bis wir hier mal nachgeladen haben. Und wo ist der Unterschied hier zwischen den beiden? Achso, die Handhabung ist hier bei dem etwas besser. Prestige? Heißt das, dafür müssen wir auch Punkte ausgeben? Achso, oder 250, okay.
Leichtes Maschinengewehr. Wer sagt denn, nach der Apokalypse dürfte es keine Kunst mehr geben? Teil des Graffiti-Motivs. Gerne, gerne, gerne. Ach, wir den Schalter. Komm, wir nehmen das jetzt. Ich möchte es wissen. Könnten wir auch hier eigentlich drauf geben? Ja. Ich komme ja nicht raus. Sowieso aus meinem Sniper-Dingen. Ich will ja sowieso immer snipern. Ja. Wir machen das jetzt mal so und gucken uns das Ding mal an. Oh, da kommt sie. Ich bin kampfbereit. Okay, dann geht's los. Ach so, ich darf fahren? Wie funktioniert denn oben da deine Spritze da drauf? Ah. Schön gemacht hier. Na gut. Diese Lackaffen von New Eden gehen mir gewaltig auf die Nerven. Ich wurde katholisch erzogen, deswegen habe ich's nicht so mit Religion. Ach so. Ja, wir fahren da jetzt mal hin, ja? Aber wir markieren uns den Ort schön. Oh mein Gott, nur nicht ablenken lassen. Ah, komm, wir nehmen die Insel. Ach, wir fahren dahin. Ja, war ja wohl nichts. Okay, tut mir leid. Wir reisen mal schnell dahin. Sag ich schnell noch. Ja, die Insel. Ja, ich erinnere mich, das war hier gar nicht so einfach alles. Lass dich von Eden nicht übers Ohr hauen, Captain. Ja, logisch. Plündern. Ja, ganz oder gar nicht. Ist natürlich die Frage, ob wir das jetzt leise ausgeschaltet bekommen. Ich glaube nämlich eher nicht. Teile Verlust. Naja, ich dachte mir schon, dass die das nicht so einfach aufgeben würden. Die Highwaymen sind zurück auf der Insel, die du übernommen hattest. Sie haben einen Alarm eingerichtet, also sei unauffällig. Ja. Danke. Oh Gottchen. Ah, ich weiß ja nicht. Okay. Mit sei vorsichtig war es das. Ja, ah, da geht schon los. Wir haben den Alarm gehört. Hilfe ist unterwegs. Wow. So gut ist das Ding gar nicht. So ein dickes Ding ist nicht unser. Ich meine, die Waffe ist ziemlich fett, aber unsere Kleidung ist immer noch ziemlich dünn. Verdammt, das tat weh! Ach, das tut weh! Tut weh? Getroffen zu werden tut weh? Ach ja. Aber wir haben ja unsere Sniper immer noch dabei. Unsere Scharfschützenwaffe, meine ich. Da können wir bestimmt noch was rausholen hier. Ach, das ist doch nichts. Wo sind wir denn hier? Ich denke, wir sind da drüben. Wieso sind wir denn hier? Verstärkung!
Ja, so rufen die natürlich immer Verstärkung auf. Das gesagt. Ach, hör doch auf. Klappt doch ganz gut mit dem Ding hier. Prima. Und so ein zum Durchgucken. Zum Durchgucken gibt's auch so ein Ding hier. Ja. Funktioniert das Ding nicht? Ist kaputt? Wow. Ah, das haben wir gleich. Keine Sorge. Vorsicht, stell dich am besten hinter uns, Gina. Ich weiß nicht, worauf wir hier schießen. Hier ist doch gar keiner. Egal, wir kriegen das alles. Verdammt, das tat weh! Jetzt weiß ich, wo er steckt. Nanu, wo ist er hin? Ich glaube, das war's. Nein, da ist noch jemand. Wir gucken von oben, der Tod von oben. Kann man ranzoomen? Raus so? Nein. Okay, ich sehe niemanden mehr. Oh, schmeißen wir mal so ein paar, oder? Einfach so auf gut Glück. Ich meine, irgendwas werden wir schon treffen. Ich mag das Ding hier. Ja, aber da ist doch keiner mehr. Ich dachte, hier war der. Wäre da vorhin gewesen. Den müssen wir aber suchen. Das war ein legendärer. Den hatten wir noch nie. Im Wasser vielleicht? Na, das sind Fische. Da ist er. Ach so, Gina ist das. Okay. Der liegt wahrscheinlich irgendwo und ist total verletzt. Ich glaube, wir haben den weggesprengt. Weiß jetzt keiner mehr, wo der ist. Ja, aber der greift auch nicht an, also von daher. Da war doch gerade... Ah, die schicken Verstärkung, wenn wir den nicht bald finden. So. Hauen wir mal da einen hin, auf gut Glück. Ja doch, der muss vor uns sein. Also. Nichts getroffen? Ach, kann doch nicht sein. Der soll da vorne irgendwo hocken. Wumms. Ja, warum haben wir nicht mehr von diesen Dingern? 20 Stück davon. Und die haben nichts mehr... Und die haben nichts mehr zu lachen, die Gegner. Aber hier ist ja absolut gar nichts mehr. Und wenn das der Legendäre ist, der schafft uns. Ja, aber das muss er ja nicht sein, oder? Ich sehe da überhaupt nichts mehr. Hier vielleicht nochmal einen hin. Da ist da ein Hubschrauber vielleicht irgendwo? Hat sich was bewegt. Hier unten an den Tonnen da. Zack. Weg damit. Ach, wisst ihr was? Das ist ja unfair, oder?
Wo ist das Ding? Gib mir her. Lass mich. Ich habe sie entdeckt. So. Zeig. Kawumm. Da fliegen sie noch. Ach, was für ein Spaß. Ja, aber wir haben unseren Bonus nicht bekommen. Kein extra Ethanol. Naja, 50 Liter oder was das sind. Ach, darauf verzichten wir gut und gerne. Ja. Ist schon okay. So, dann gucken wir aber mal, was die Legendären dabei sich hatten. Ich weiß, der Legendäre hat sich hier irgendwo abgeseilt. Der müsste hier irgendwo rumliegen. Wenn wir überhaupt irgendwelche Legendären oder irgendwas hier noch finden. Ohne dich gäbe es Prosperity nicht mehr. Das war ein normaler. Ich finde es ja gar nicht so schlecht. Weit weg von allem. Arbeitsverweigerer hier im Boot. Okay, wir gucken uns die X an. Folgen den X'en. Ist doch die beste Chance, irgendwas zu finden hier. Nee, den Legendären würden wir schon erkennen. Der hat so eine... echt eklig verpackte Geschenke. Ja, der hat so... Der hat eine rote Rüstung oder so etwas an. So Motorradhelm auf und so. Von hier aus hat man eine tolle Aussicht über den See. Nur zwei sollten ja noch sein. Ach, im Wasser hier. Ah, das ist aber auch nichts. So, der. Noch einer im Wasser. Ah, genau da drunter. Irgendwie da drüben auf der Insel jetzt echt. Kann das sein? Da haben wir das dicke Gewehr und haben trotzdem unser Präzisionsgewehr benutzt. Naja, Präzisions-Scharfschützengewehr, sage ich mal. Ja, doch, einer ist untergegangen. Okay, das war der wahrscheinlich, der vom Boot gefallen ist. Der erste. Unseren Leuten gefällt's. Haben wir denn hier eine Art Tresor oder so etwas? Schade, ich hätte zu gerne gewusst, was so ein Legendärer bei sich hat. Aber der war auch auf einmal weg, ganz schnell. Es sind nur noch ganz kleine Stückchen übrig wahrscheinlich von dem. Könnte das die legendäre Waffe sein? Nein. Der Gedanke, dass Herc und Sharky mein Baby großziehen, gefällt mir nicht. Aber es ist besser so. Leute wie ich sollten keine Kinder haben. Ja, allerdings. Ja, liebe Welt da draußen, so matschig und kastenartig das alles hier auch aussieht, so mit Kästchen-Grafik, aber es läuft flüssiger. Ja, tut mir leid. Ist ja nicht, braucht mir gar nicht leid zu tun eigentlich, ist ja nicht meine Schuld, da kann ich ja nichts für. Wenn das erst eine gute Grafik war, dann kommt ein neuer Grafikkartentreiber und dann sieht es so aus, naja, es sah noch schlimmer aus vorher. Ich habe ja jetzt schon alles auf Ultra gestellt, vorher war das auf Hoch alles gut von der Grafik. Und da kann ich doch nichts dran rütteln, ich arbeite doch nicht bei Nvidia, weiß ich doch nicht, was die da machen. Also, gucken wir hier mal rein. Highwayman-Notiz. Ich bin mir sicher, dass wir diese hier noch nicht gelesen haben. Ich weiß, diese beschissene Nebelwand ist verdammt unheimlich, aber haltet sie trotzdem im Auge, verstanden? Soweit wir wissen, kommen die Hippies immer aus dieser Richtung. Also seid auf der Hut, zielt zwischen die Augen. Wenn ihr sie seht, dann wird alles gut. Ja. Ja, wie auch immer. Ja, ich gehe da nicht zu den Fischen. Ja, den Leuten gefällt's. Gut, liebe Welt da draußen, wir
werden noch mal ein bisschen rumlaufen mit dem Gewehr hier, oder? Ja, klar. Schade um den legendären. So, wir können ja in dieser Folge noch mal darüber reisen. Zur nächsten. Zur nächsten Stelle, das Wasserloch, unser Außenposten hier. Eigentlich haben wir doch schon, ja komm, ein paar können wir noch machen. Wie viele haben wir hier? 3, 4? Ja, ach komm, die machen wir jetzt noch ganz schnell, also in den nächsten Folgen meine ich. So, erstmal dahin reisen und dann bedanke ich mich an dieser Stelle für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Schreibt mir bitte mal in die Kommentare, ob das für euch jetzt so ein Riesenunterschied mit der Grafik ist oder ob das sowieso, ob ihr das sowieso auf dem Handy guckt vielleicht, da sieht man da sowieso keinen Unterschied, glaube ich. Aber ich sehe ja in der YouTube-Analyse, da sehe ich ja, dass viele, viele Leute sich das auf einem Fernseher angucken sogar. Auf der PlayStation sind auch ein paar, die meisten natürlich auf dem PC, aber viele, viele danach, nach dem PC kommt gleich der Fernseher. Und von daher kann ich mir schon vorstellen, dass man an der Grafik irgendwie einen Unterschied erkennt. Aber lasst es mich wissen, schreibt es bitte in die Kommentare und dann weiß ich mehr. Ob ich dann was ändern kann? Wahrscheinlich eher nicht. Den alten Grafikkartentreiber versuchen nochmal zu installieren. Ja, das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Gut, damit, sagte ich schon, sind wir am Ende. Daumen hoch auch für euch. Von mir, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ich glaube, das ist der kostbarste Ort im ganzen Tal. Die Krebsrate im Tal ist nicht allzu hoch, soweit ich sagen kann.